Herzlich willkommen zum Release des Medienradars, ein medienpädagogisches Angebot, ein Internetportal, das sich an Fachkräfte der schulischen und auch außerschulischen Bildung richtet. Und tatsächlich wurde dieses Angebot schon in Zeiten entwickelt vor Corona, vor der Pandemie, durch die wir jetzt gewissermaßen alle irgendwie durch müssen. Aber natürlich hat uns die Krise auch noch mal gezeigt, wie relevant ein solches Angebot gerade jetzt ist. Denn Medienkompetenz ist zwar in die Lehrpläne geschrieben, aber in den meisten Fällen ist das kein Fach und so fehlt es den Lehrenden in aller Regel doch an Materialien. Und hier möchte das Medienradar anknüpfen. Und Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig Medienkompetenz ist, denn die aktuellen Studien zeigen, dass wir seit der Zeit des Lockdowns noch viel mehr Zeit im Internet und mit digitalen Medien verbringen. Und natürlich hat auch Unterricht zum Teil digital stattgefunden, muss zum Teil vielleicht auch wieder digital stattfinden. Und auch all die Themen, die uns rund um die Pandemie und viele andere Themen natürlich auch begleiten, da informieren wir uns im Internet. Und auch da muss natürlich sichergestellt sein, dass alle Kinder und Jugendlichen dort auch die richtigen Informationen finden, die wahrheitsgemäßen Informationen. Sie müssen also lernen, das Ganze einzusortieren. Denn Medienkompetenz bedeutet auch immer Medienreflexion. Die Lehrenden stehen also vor einer großen Aufgabe und das Medienradar will sie dabei unterstützen. Was gibt es dort auf diesem Medienradar dann zu finden? Material für Lehrende, das sie ganz einfach und flexibel einsetzen können im Unterricht oder in ihren Projekten, um dann mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam ins Gespräch über ihre aktuellen Medienthemen zu kommen. Das Medienradar ist ein Angebot von der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und natürlich zusammen mit vielen gemeinsamen Partnerinnen und Partnern. Und wer das genau ist und was es damit auf sich hat, dazu rufe ich jetzt Claudia Mika zu mir. Sie ist die Geschäftsführerin der FSL, die noch ein paar Worte dazu an Sie richten wird. Vielen Dank, Theresa Sickert. Auch von meiner Seite und im Namen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Die Bedingungen für ein Projekt wie dem Medienradar, wie überhaupt die Bedingungen für Projekte waren und sind in diesem Jahr äußerst schwierig. Von daher freut es mich sehr, dass der Medienradar so weit entwickelt werden konnte, dass wir Ihnen dieses Projekt heute hier präsentieren können. Bedanken möchte ich mich bei den Partnerinnen und Partnern des Projektes. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat mit ihrer Anschubfinanzierung das ganze Projekt überhaupt erst möglich gemacht. Herzlichen Dank dafür. Wir legen beim Medienradar den Fokus auf Medienkritik und Medienreflexion. Und von daher zeigt auch diese Förderung der Bundeszentrale, dass es sehr viele Schnittstellen gibt zwischen Medienkompetenzförderung in diesem Sinne von Medienkritik und Medienreflexion und der politischen Bildung. Und es würde mich sehr freuen, auch in Zukunft gemeinsam mit der Bundeszentrale inhaltlich zusammenzuarbeiten und vielleicht zu diesen Schnittstellenthemen ein gemeinsames Dossier aufzusetzen. Arne Busse und Thomas Krüger von der Bundeszentrale werden wir heute hier noch hören. Wir bedanken uns außerdem beim Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, JFF aus München. Das JFF ist eben durch diese Verbindung von wissenschaftlicher Theorie und Praxis ein ausgezeichneter und sehr wichtiger Partner für uns in dem Projekt, wenn es um die Auseinandersetzung mit diversen Medienphänomenen geht. Guido Bröckling vom Büro Berlin des JFF wird heute hier vor Ort sein. Jetzt hören wir aber auch ein Grußwort von der Direktorin des JFF, Katrin Demmler. Herzlichen Glückwunsch zum Launch des Medienradars heute in Berlin. Mein Name ist Katrin Demmler und ich wäre wahnsinnig gern dabei gewesen und hätte eben für das JFF den Launch live mitverfolgt und natürlich auch an Gesprächen teilgenommen und euch und Sie alle gesehen. Geht in der aktuellen Zeit nicht, deswegen mein kleiner Gruß auf diesem Weg. Als JFF dürfen wir eine der Partnereinrichtungen des Medienradars sein. Freuen wir uns sehr drüber, haben schon in der Konzeptionsphase ein bisschen immer mit reingucken dürfen und ich bin sehr gespannt, was jetzt letztendlich dann online ist. Ich finde die Idee des Medienradars sehr gut, da er gute Medieninhalte anbietet für die Bildungsarbeit und da sehe ich drei zentrale Punkte. Das eine ist, dass die guten Inhalte natürlich Kinder und Jugendliche anregen, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Der erste Punkt.
zweite, dass sie leicht zugänglich sind für die Bildungsarbeit. Zweite. Und der dritte Punkt ist, dass sie auch wunderbare Ansatzpunkte liefern, eben für die Fortbildung von pädagogischen Fachkräften. Denn mit solchem Content macht es Spaß, sich auseinanderzusetzen. Als Zielsetzung sehe ich für das Projekt ganz zentral, ist medienpädagogische Fragen in die Schule zu bringen, Medien als Mittel, um sich mit Themen zu befassen und auch spielerisch oder so viele spielerische Methoden anzubieten, um eben selbst tätig zu werden. Ein ganz zentrales Thema ist mir aktuell, wie gehen wir mit Informationen um, wo finden wir gute Informationen, wie bewerten wir Informationen, wie erstellen wir selber Informationen. Dazu bietet der Medienradar schon was und wird in Zukunft sicher noch viel mehr bieten. Viel Spaß damit. Dankeschön an Katrin Demmler. Wir bedanken uns außerdem bei der Clearingstelle Medienkompetenz der Katholischen Hochschule Mainz. Auch die Clearingstelle ist ein Partner in diesem Projekt und auch ein sehr wichtiger Partner durch ihren Schwerpunkt in der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern, durch das breite Netzwerk von kirchlichen und außerkirchlichen Einrichtungen im Medienbildungsbereich und durch die vielen wichtigen Hinweise auf medienpädagogische Materialien. Auch Professor Andreas Büsch, den Leiter der Clearingstelle, werden wir heute hier noch hören. Schließlich gilt unser Dank der FSM, der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-Anbieter, mit der wir seit Jahren auf sehr verschiedenen Ebenen sehr konstruktiv und freundschaftlich zusammenarbeiten. Wir haben gemeinsam schon ein anderes Medienprojekt auf den Weg gebracht, Medien in die Schule, und sind jetzt auch hier beim Medienradar Partner. Und Martin Drexler, der Geschäftsführer der FSM, der heute auch leider nicht vor Ort sein kann, schickt uns aber ebenfalls eine Grußbotschaft und kann sehr gut erklären, warum Jugendmedienschutz und Medienkompetenzförderung so zwingend zusammengehören. Beim Jugendmedienschutz kooperieren FSF und FSM schon sehr lange intensiv miteinander. Das gilt auch für Projekte in der Medienbildung, wo wir zum Beispiel bei Medien in die Schule schon lange Schulter an Schulter arbeiten. Beim Medienradar können wir die gemeinsame Zusammenarbeit künftig noch weiter vertiefen. Außerdem bedanken wir uns sehr herzlich beim Medienprojekt Wuppertal und bei Andreas von Hören und seinem Team. Wieder hat das Team des Medienprojektes sehr aussagekräftige Interviews eingefangen mit Jugendlichen zu Themen des Medienradars und zu Fragen des Jugendmedienschutzes. Unser Dank gilt auch den Schulen, die hier mit dem Medienprojekt kooperiert haben. Das sind die Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule in Wuppertal, das Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium, das Ganztagsgymnasium Johannes Rau und die städtische Gesamtschule Langerfeld. Vielen herzlichen Dank, dass Sie trotz der Hygienemaßnahmen während der Corona-Zeit Ihre Pforten für das Medienprojekt Wuppertal geöffnet haben und diese Interviews ermöglicht haben. Und ein ganz besonderes Dankeschön natürlich an die Jugendlichen, die bereit waren, unsere umfangreichen Fragenkataloge zu beantworten. Danke, dass ihr eure Einschätzungen mit uns teilt. Sie sind sehr wichtig. Und hier muss ich auf eine Lücke noch im Medienradar hinweisen. Sie sind noch nicht online ab heute, aber sie werden es demnächst sein. Und sie werden im Rahmen des Medienradars sehr prominent platziert werden. Danke für eure Mitarbeit. Schließlich möchte ich mich beim FSF-Team bedanken, zunächst bei Joachim von Gottberg, dem langjährigen ehemaligen Geschäftsführer der FSF, auf den die erste Idee zu diesem Projekt zurückgeht, und ganz besonders und vor allem beim Team der Medienpädagogik der FSF, das dieses Projekt nunmehr ins Leben gerufen hat, das Konzept umgesetzt hat, das sehr intensiv, sehr engagiert und mit sehr viel positiver Energie zu diesem Ergebnis beigetragen hat und dieses Projekt ins Leben, diese Plattform ins Leben gerufen hat. Christian Kitter, Jenny Schneider, Dirk Uhlich und Brigitte Zeitelmann, herzlichen Dank an euch. Dies ist euer Baby und ihr könnt stolz darauf sein, und wir sehr froh, euch bei uns im Team zu haben. Damit bin ich am Ende und gebe zurück an Theresa Sickert. Herzlichen Dank an Alex Berlin. Wir freuen uns, hier mal wieder in der Rudolfhalle zu sein. Und ich wünsche uns allen eine
schöne und interessante Veranstaltung und ich hoffe, dass es gelingt, Sie zu interessieren für das Medienradar und möglichst auch zu motivieren, an der Weiterentwicklung des Projektes mitzuarbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Claudia Miekert. Und bevor wir Ihnen jetzt das Portal zeigen und in die Details einsteigen, möchten wir noch ins Diskutieren kommen über Medienbildung und Medienkompetenzförderung. Denn wie heranwachsende Wirklichkeit und Normalität erleben und wie sie auch soziale Zusammenhänge bewerten, das hängt sehr maßgeblich damit zusammen, wie Jugendliche natürlich Medien rezipieren und was sie dort auch sehen und erleben. Es prägt ihr Selbstbild, ihr Geschichtsbild und natürlich auch ihr Verständnis von Politik. Und das alles eben durch Medien wie Instagram, wie YouTube, aber natürlich auch klassische Formate. Und wie Medienkompetenzförderung heute aussieht, wie sie aussehen sollte und wie es in Zukunft weitergeht und wie Medienbildung gestaltet sein muss, darüber möchte ich jetzt diskutieren. Und dazu bitte ich nun meine Gäste auf die Bühne. Dr. Ilka Götz ist akademische Mitarbeiterin für Medienbildung. Kommen Sie gerne dazu. Und Digitalisierung am Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität Potsdam. Und mit ihrer Expertise berät und unterstützt sie Lehrende wie Studierende zur Entwicklung ihrer medienpädagogischen Kompetenz. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Und zu meiner Rechten Dr. Guido Bröckling, medienpädagogischer Referent und Geschäftsführer des JFF, Institut Jugend, Film, Fernsehen Berlin-Brandenburg e.V. Und sein Credo, das hat mir sehr gefallen, ist auf der Website zu lesen. Es kommt von Erich Kästner: An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Und uns sind auch noch zwei weitere Leute zugeschaltet. Scheherazad Becker, sie koordiniert als Projektleitung das Team der Jugendkonferenz TinCon und umgibt sich also mit Popkultur und unterstützt junge Menschen, ihre Themen auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Und sie plädiert dafür, digitale Jugendkultur noch sehr viel ernster zu nehmen. Schön, dass Sie dabei sind. Und auch Arne Busse möchte ich recht herzlich begrüßen. Er ist seit 2001 Referent bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Dort leitet er den Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote. Das betrifft schulische Unterrichtsmaterialien, aber auch digitale Bildungsangebote in den sozialen Medien. Und zu seinen fachlichen Schwerpunkten zählen die digitale Gesellschaft und digitale Lernangebote. Und bevor wir jetzt wirklich anfangen zu diskutieren, möchten wir noch einen kleinen Film schauen, der uns in die Diskussion führen wird. Für meine Begriffe ist eine der Schlüsselfragen die kritische Kompetenz, die man im Umgang mit Medien herausbilden sollte. Weil die Beherrschbarkeit der Benutzung von Medien für die eigene Lebenswelt hängt sehr stark daran, ob man eine Hoheit über die Mediennutzung für sich selbst generieren kann oder nicht. Und der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang ist eben, kritisch mit Medien umzugehen und sich nicht berieseln zu lassen, sich nicht dem reinen Entertainment zu ergeben. Medien sind immer auch Unterhaltungsmedien. Und als solche verstellen sie die Möglichkeit, kritisch mit Medien umzugehen. Für meine Begriffe sind deshalb heute Sachen wichtig wie Juridical Literacy. Das heißt also, dass man bestimmte Fragen des Urheberrechts auf den Schirm bekommt, bestimmte Fragen des Jugendschutzes auf den Schirm bekommt, um selbst reflektiert handeln zu können in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist die große entscheidende Herausforderung auch für die politische Bildung, einen selbstbestimmten, souveränen und kritischen Umgang mit Medien zu ermöglichen. Was ist Lernen heutzutage? Es muss umfassend sein. Man kann ja nicht einfach trennen und sagen, hier ist die reine Mathematik und hier sind die sozialen Themen oder das überschneidet sich. Und ich glaube, es ist wichtig, den Kindern auch dort eine Haltung zu vermitteln, dass sie sich kritisch mit Dingen auseinandersetzen müssen, dass sie sich sozial zu verhalten haben. Und dann kann man im Grunde alle möglichen Themen nehmen. Dann ist es mal Hate Speech, dann ist es mal vielleicht die Ernährung, wo dann auch mit dran hängt, was tun wir den Tieren an auf den Tiertransporten zum Beispiel. Da kann man auch was zu arbeiten. Also das, da kann man sich viele Themen nehmen, aber ich würde diese Tabuisierung, das ist kein Unterrichtsstoff, hat hier nichts zu suchen, ich glaube, das müsste vorbei sein. Damit auch Kinder und Jugendliche Schule noch mal wieder anders ernst nehmen können. Weil sie haben die Realität in ihrem Smartphone. Die sehen alles dort und dann gehen sie in einen gesicherten, weiß ich nicht, Closed Shop an der Schule. Das kann nicht funktionieren.
Im Moment ist es ja so, dass Medienkompetenzbildung als Querschnitt, gesellschaftliche Querschnittaufgabe verstanden wird und auch nur bedingt sich in den Curricula der Schulen wiederfindet. Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Und es ja auch kein eigenes Schulfach gibt. Und das heißt also, wenn alle dafür verantwortlich sein soll, dann ist es letztendlich niemand oder man denkt immer, es macht der andere. Und es ist natürlich für die Schule auch wichtig, da Plätze zu finden und das auch stärker zu institutionalisieren. Mein Ideal wäre da tatsächlich das eines annähernd partnerschaftlichen pädagogischen Bezuges, dass wir trotz unterschiedlicher Rollen Lehrerin, Lehrer, Schüler, Schülerin, Schüler miteinander in einem offenen Austausch sind. Dann ist für beide Seiten eigentlich eine Chance gegeben, miteinander und voneinander zu lernen. Das wäre ziemlich ideal, glaube ich. Wichtig sind Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Analysekompetenzen, kritisches Hinterfragen und Denken, sich ein eigenständiges Urteil bilden. Schülerinnen und Schüler benötigen methodisches Rüstzeug und Kompetenzen, um sich in ihrer zunehmend digitalisierten Welt voller Medien kompetent zu bewegen und um diese auch aktiv mitgestalten zu können. Es geht ja nicht nur um verantwortungsvollen Konsum, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe. Im Grunde genommen sollte es darum gehen, so etwas Ähnliches wie einen holistischen Begriff von Medienkompetenz zu entwickeln. Ein Begriff von Medienkompetenz, der sowohl technische, rechtliche, ökonomische Kontexte wie auch ästhetische und Genusskontexte mit berücksichtigt und einfach, wie Medien auch insgesamt etwas sind, was uns insgesamt trifft, einfach auch dieses Gesamte in den Blick nimmt. Das mag dann zwar in Einzelfällen sehr schnell sehr kompliziert werden, aber auch aus diesen Gründen wird auch schon seit längerem hier dafür plädiert, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, inwieweit Medien oder besser gesagt gesellschaftliche Kommunikation möglicherweise auch ein Schulfach sein könnte. Und zwar ein eigenständiges und nicht nur mal ein halbes Jahr oder ein Jahr auf einer bestimmten Stufe. Wir wollen jetzt erst einmal ins Gespräch kommen über Medienbildung in der Schule allgemein und ich würde ganz gerne an etwas anknüpfen, was wir gerade von Thomas Krüger gehört haben und auch von dem Medienwissenschaftler Gerd Hallenberger. Und zwar haben Sie gesagt, man müsste einen holistischeren Ansatz finden, wenn es um Medienbildung geht, wenn es um Medienkompetenz geht, technisch, rechtlich, ökonomisch, ästhetisch. Und da stellt sich mir die Frage und die stelle ich vielleicht zunächst an Ilka Götz, können Lehrer das alles leisten? Na, jetzt hoffe ich mal nicht, dass es sozusagen nur eine rhetorische Frage ist und Sie jetzt von mir hören wollen, nein, das können Sie natürlich nicht. Ich würde dann salomonisch antworten, dass Sie sich bemühen, diese Anforderungen auch zu bewältigen. Und was wir aus Sicht der universitären Lehrerbildung, aber ich zum Beispiel auch in der Fachgruppe Schule, in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, in der ich ja Fachgruppensprecherin bin, eben für diese Fachgruppe wahrnehme, ist, dass es ein großes Engagement gibt, eben diese Vielschichtigkeit und auch diese großen Herausforderungen auch angemessen für sich selbst zu durchdringen und dann eben auf dieser Basis auch in Schule mit Schülerinnen und Schülern auch Unterricht zu gestalten und dann eben auch in diesen Diskurs zu gehen. Also wir haben ja mindestens zwei Ebenen. Das eine ist für sich selbst, die eigene Kompetenzentwicklung voranzutreiben, sich diesen Gegenständen auch zu stellen, auch diesen Veränderungen in der Gesellschaft und zum anderen natürlich dann eben auch einen angemessenen unterrichtlichen Zusammenhang zu finden, der Schülerinnen und Schüler genau dort abholt, was wir eben hier auch in den Eingangsstatements gehört haben, eben nicht die Alltagswelt außen vor lassen, sondern mit einbeziehen und aber eben auch mit diesen Unsicherheiten umzugehen und sie auch zu akzeptieren. Herr Bröckling, Sie haben natürlich viel Kontakt auch mit den Jugendlichen selber. Was kriegen Sie da gespiegelt, wie die Situation aktuell in der Schule ist? Also fühlen die sich da eben so abgeholt mit einem holistischen Ansatz, der all das umfasst? Und wenn das so ist, dann würde mich natürlich interessieren, ist das für Schülerinnen und Schüler wiederum leistbar? Weil es klingt für mich einfach nach einer wirklich großen Aufgabe und sehr, sehr viel. Ich glaube, was wir immer wieder mitkriegen in Projekten ist, dass die Jugendlichen selber die Verbindung von dem, was sie in Medien erleben, also von dem, was sie im Alltag digital erleben, mit dem, was sie in der Schule erleben, nicht direkt verbinden, also nicht mit dem Curricularen verbinden. Es gibt Ansätze, wo Themen aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen natürlich im Unterricht behandelt werden. Es ist aber oft für die Jugendlichen ein
komisches Gefühl, wenn Themen ihrer Lebenswelt in der Schule behandelt werden. Das ist eher eine Abwehr. Wir haben ein Projekt zu Influencing gemacht, wo wir mit Jugendlichen zum Thema Influencerinnen und Influencer gearbeitet haben. Und da hat sich immer wieder gezeigt, sie wollen auch gar nicht im schulischen Kontext über ihre privaten Kanäle reden und wie sie dort mit anderen kommunizieren. Das heißt, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, einerseits Lebensweltnähe im Curriculum darzustellen, in der Schule zu übernehmen und gleichzeitig aber auch ihnen die Autonomie zu lassen, da zu tun, was sie tun wollen. Und das nicht in diesen formalen Bildungskontext zu tragen, ohne dass sie das wollen. Mhm. Also das ist, glaube ich, etwas, was nur in der Verbindung aus außerschulischer Bildung, Jugendarbeit und Schule funktionieren kann. Weil da kann man diese Verbindung herstellen und die muss man sehr sensibel herstellen und im Sinne der Kinder und Jugendlichen herstellen. Mhm. Scheherazade Becker, wie unterscheidet sich denn Medienbildung in der Schule von der außerhalb der Schule? Sie sind ja jetzt außerschulisch tätig. Was würden Sie sagen, was funktioniert da, was nicht und wie unterscheiden sich diese beiden Arten von Medienbildung? Naja, also als allererstes würde ich sagen, dass es unser Ansatz immer ist, dass wir dass wir die Profis auf die Bühne stellen aus der digitalen Jugendkultur, die eben ihr Wissen dann teilen. Und mein Ansatz wäre eben auch immer ein interdisziplinärer, dass man, dass Lehrerinnen und Lehrer natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt Dinge vermitteln können und ein Wissen haben können. Und wir wissen auch, dass Lehrerinnenbildung noch an vielen Punkten hinterherhinkt, was neue Medien angeht, aber dann lasst uns doch einfach die Profis heranziehen, die genau dieses Wissen haben und vermitteln können. Und da gibt es ja auch Ansätze, nur um mal einen zu nennen. Ich weiß, dass Dennis Leifels ist ein Journalist fürs Öffentlich-Rechtliche, für Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, der zum Beispiel einmal die Woche über Instagram auch bewirbt und anbietet, dass er einmal die Woche eine Sprechstunde macht für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerinnen und Lehrer Fragen beantwortet und quasi als Journalist beratend zur Seite steht und irgendwie genau da diesen Gap versucht aufzufüllen. Also ich würde immer, genau, mein Ansatz wäre vor allen Dingen, lasst uns doch gucken, dass man irgendwie Wissen bündelt und Wissen zusammenbringt. Herr Busse, nun sprechen wir schon intensiv über Medienbildung und da fällt natürlich immer gleich das Stichwort Medienkompetenz, denn die soll dort vermittelt werden. Was genau bedeutet denn überhaupt Medienkompetenz? Also was verstehen wir darüber, wenn wir sagen, Jugendliche, Heranwachsende sollen medienkompetent sein? Ich persönlich tue mich mit dem Begriff Medienkompetenz schwer, weil er in so vielen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Kontexten verwendet wird, dass die Bedeutung eigentlich völlig entschwunden ist sozusagen. Wir haben da so ein flottierendes Signifikat und keiner weiß mehr so genau, was es eigentlich bedeuten soll. Die Kompetenzdebatte ist sehr, sehr alt und hat in der Schule eben seit PISA sehr große Bedeutung erlangt. Sie geht aber meiner Ansicht nach immer noch davon aus, dass es einen fixierten Gegenstand gibt, mit dem man sich kompetent auseinandersetzen kann und für dessen Behandlung, Bewältigung man sich kompetent machen kann. Ich finde, dass wir vielleicht tatsächlich auch in einer Zeit, wo schon von der postdigitalen Schule gesprochen wird, von der postdigitalen Bildung gesprochen wird, also der Bildung, in der das Digitale gar nicht mehr erkennbar wird, wo uns das Digitale so selbstverständlich geworden ist, wie Wasser trinken sozusagen, wir vielleicht andere Begriffe nochmal in den Blick nehmen sollten, die das Verhältnis von Lernenden und den Medien besser beschreiben, weil das ist ja kein statisches Verhältnis im Sinne von ich lerne das Internet zu benutzen. Das Internet in dem Sinne gibt es ja nicht, sondern das sind ja ganz spezifische Gegenstände, sondern es sind, wie hier ja auch schon angeklungen ist, sehr subjektive Begriffe. Ich versuche mich selber sozusagen zu bilden, ich versuche selber eine Identität zu erlangen in einer Auseinandersetzung mit Medien. Und teilweise erfolgt das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, Guido Bröckling hat das ja auch angedeutet, in einer vollkommenen Trennung von schulischem Raum und außerschulischem Raum. Wir haben das Phänomen Dark Social, was so deutlich macht, dass Jugendliche überhaupt nicht mehr sozusagen erreichbar sind eigentlich für schulische oder außerschulische Bildungs- und Jugendarbeitsangebote, weil sie sich eben in geschlossenen Räumen bewegen. Wir haben das schon früher festgestellt, zum Beispiel beim Tauschhandel von CDs oder Disketten auf dem Schulhof. Aber jetzt ist es sozusagen ins Digitale gewandert und so deutlich geworden, dass ja
Phänomene sind, die für pädagogische Arbeit eigentlich per se erstmal in der Situation nicht mehr erreichbar sind. Das heißt, wir müssen doch eigentlich Menschen in die Situation versetzen, dass sie, was auch immer sozusagen sich noch verändern wird in der digitalen Welt, bewältigen können. Und das ist, glaube ich, mit dem Begriff Medienkompetenz noch nicht hinreichend abgebildet, weil der vielleicht zu statisch, zu schematisch ist. Hinzu kommt aus meiner Sicht, das ist ja auch schon angeklungen, dass die Allgegenwärtigkeit von Medien, die Mediatisierung, Digitalisierung der Gesellschaft ja ganz deutlich macht, dass man eigentlich Lernen, Bildung und ganz, ganz viele andere gesellschaftliche Phänomene nicht mehr außerhalb des Digitalen denken kann oder sich vollziehen sehen kann, sondern es ist ja wirklich so, wie es schon beschrieben worden ist, quasi das Wasser, die Luft, in der wir leben, die uns umgibt. Und wir sind in einem Status von always on, always digital, always connected. Und das, glaube ich, müssen wir in der pädagogischen Arbeit sehr viel deutlicher bedenken und natürlich selbstverständlich auch in der politischen Bildung, weil es vor allem natürlich auch politische Entscheidungsprozesse ganz deutlich beeinflusst. Ich würde gerne an diesen Aspekt des Postdigitalen anknüpfen wollen, weil auf der einen Seite wäre das oder ist das ein sehr schöner Gedanke. Wir sind so weit, also dass das Digitale auf jeden Fall auch nicht nur in unserem Alltag, sondern auch beim Lernen völlig eingeflossen ist. Es gibt kein extra Fach oder irgendwas mehr dafür, sondern es ist völlig klar, dass das Digitale im Unterricht stattfindet. Da sind wir aber noch nicht. Gleichzeitig sind sich, glaube ich, alle einig, Medienkompetenz ist eine unverzichtbare Kulturtechnik. Warum gibt es jetzt ein solches Fach wie Medienkompetenz nicht als ein dezidiertes Unterrichtsfach, wenn es ja vielleicht doch den Übergang zu so einem postdigitalen Zeitalter vielleicht erleichtern könnte? Frau Götz, was meinen Sie? Ich habe es befürchtet. Nein, die Frage ist natürlich absolut zulässig und sie begegnet mir oder nicht nur mir, Herrn Bröckling sicherlich ebenso, wir haben auch gelacht, regelmäßig, aber das separate Fach wird uns an dieser Stelle nicht helfen. Warum? Weil eben die Themen mit dem Digitalen so miteinander verwoben und verwunden sind, dass ich nicht sozusagen den digitalen Bestandteil aus einem Unterrichtsgegenstand, welcher er auch immer sei, sozusagen rauslösen kann, um ihn dann in ein anderes Fach sozusagen zu transformieren und zu sagen, das macht die Lehrerin XY in der fünften Stunde, wir sind jetzt in der zweiten und blenden das mal fix aus. Das heißt, diese Verknüpfung, diese Veränderung auch der gesamten Gesellschaft, das Durchdringen im Grunde aller Bereiche, zeigt sich letztlich auch bei den Unterrichtsfächern und Unterrichtsgegenständen. Und wenn wir jetzt sozusagen uns weiter munter in diese Fachdiskussion hineinbegeben würden, wären wir in 5 Jahren nicht weiter, als dass wir immer noch kein Fach hätten. Also ich rede so wundervoll jetzt im Konjunktiv weiter, weil das natürlich auch mit anderen scheinbar schematischen Fragestellungen zu tun hat. Also welche Lehrerinnen und Lehrer werden dieses Fach unterrichten? Wem nehme ich, wenn ich das denn analog so runterbrechen könnte, eine Unterrichtsstunde gar weg? Welches Fach ist also weniger wichtig? Also diese Debatten, ich glaube, um die sollten wir uns ein wenig herumwinden, stattdessen eher anerkennen, dass eben Medienbildung in allen Unterrichtsfächern, in allen Schulstufen, in allen Schularten eben auch kontinuierlich laufen muss. Sicherlich haben die Fächer da auch einen unterschiedlichen Anteil und auch eine unterschiedliche Bedeutung. Gerade wenn wir heute hier ja schon mehrfach auch die Bedeutung von Medienreflexion, von Medienkritik, von politischer Bildung auch in einer digitalen Gesellschaft gehört haben, sind bestimmte Fächer wie zum Beispiel Geschichte, politische Bildung, LER im Land Brandenburg, aber auch der Deutschunterricht prädestiniert, gerade solche medienkritischen und medienreflexiven Aspekte im Unterricht zu thematisieren, und andere Aspekte werden dann eben vielleicht stärker in den naturwissenschaftlichen Fächern berührt. Algorithmisches Denken, gleichwohl auch das ein Thema der politischen Bildung ist. Und hier geht es eher, glaube ich, darum, alle Fachkräfte, sowohl diejenigen, die in der Schulpraxis tätig sind, als auch die zukünftigen, die bald oder schon während ihrer universitären Ausbildung oder im Lehrervorbereitungsdienst dort tätig sind, zu sensibilisieren, dass sie sozusagen diesen Gegenstand permanent mitdenken und mitgestalten und auch berücksichtigen müssen. Und diese Trennung analog und digital oder mein Fach plus ein digitales
etwas noch dazu so getrennt eben nicht gestalten können. Und die letzten Monate, denke ich, haben sehr deutlich gemacht, dass eben Digitalisierung schon auch essentieller Gegenstand ist in der Bildung, insbesondere auch in der schulischen Bildung, weil wir hier natürlich auch die Möglichkeit und die Verantwortung haben, dass wir per se erstmal theoretisch alle Kinder, alle Jugendlichen erreichen, weil wir sowas wie eine Schulpflicht haben, also ganz pragmatisch. Dann würde ich jetzt mal vielleicht an die anderen drei Gäste in meiner Runde die Frage weiterspielen, wie das denn konkret aussehen könnte. Wie könnte denn eine gelungene Medienkompetenzförderung aussehen können, wenn Sie jetzt einfach mal ein leeres Blatt hätten und mal sich was malen dürften? Vielleicht fange ich bei Herrn Bröckling an, dann machen wir mit Frau Becker weiter und dann mit Herrn Busse. So knapp, wie es geht. Okay. Ich glaube, dass der Ansatz, der mit dem Medienradar verfolgt wird, schon genau das Richtige ist. Also verschiedene Themenbereiche zu haben, die die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen betrifft, die irgendwie mit Medien verwoben sind. Also das, was Anne Busse unter Mediatisierung, Digitalisierung von allen Lebensweltbezügen beschreibt oder womit wir uns ja auch beschäftigen. Wenn es in verschiedenen Fächern so angedockt wird, dass auch ein Lebensweltbezug für die Kinder und Jugendlichen in den curricularen Inhalten entsteht. Also ich glaube, es ist eine riesige Chance, wenn Medienkompetenz als ein Querschnittsthema, als eine Auseinandersetzung mit Welt durch Medien und in Medien stattfinden kann. Und das heißt, Medienkompetenz sollte, und das entwickelt sich ja auch positiv in die Richtung, sollte in Zusammenarbeit verschiedener Bildungsbereiche gestaltet sein und sollte sich eben an dem orientieren, wo Kinder und Jugendliche mit konfrontiert sind, was sie interessiert, welche Chancen sie sehen, welche Chancen sie vielleicht nicht sehen, dass man ihnen diese näher legen kann. Also ich glaube, es ist was Ganzheitliches. Frau Becker und Herr Busse dann auch noch? Ich glaube, ich würde, also wenn ich mir das jetzt bauen könnte, dann würde ich immer erstmal denken, dass ich die Diskussion darüber, ob und in welcher Form und wie viel Raum darf das einnehmen, immer noch relativ skurril finde, weil wir die jetzt auch schon so lange führen. Und ich das als, es ist ja überhaupt nicht fraglich, dass junge Menschen doch bitte darauf vorbereitet werden müssen, vor allen Dingen, wenn wir ja sehen, dass junge Menschen sich eben ganz selbstverständlich im digitalen Raum aufhalten, dann haben ja alle Bildungsinstitutionen die Aufgabe, junge Menschen darauf vorzubereiten. Und dann sollte das ja ganz selbstverständlich eben, wie aber auch schon eben angeklungen, in eigentlich allen Bereichen möglich sein, das eben weiterzugeben. Und das ist eben genauso im gesellschaftlichen wie sprachlichen als auch im naturwissenschaftlichen Bereich relevant und möglich. Und ich finde, es ist natürlich wichtig dabei, sich klarzumachen, Schule ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll ja junge Menschen darauf vorbereiten, auf eine Lebenswirklichkeit, in der sie sich bewegen. Und da sollte das selbstverständlich sein. Also ich glaube, zuallererst würde ich mir wünschen, dass es dann eine andere und neuere Unterstützung für Lehrende, für Schülerinnen gibt, dass es eine viel klarere Selbstverständlichkeit gibt. Auch vielleicht der größere Druck denjenigen gegenüber, die sich dem immer noch versperren. Mhm. Herr Busse? Ich würde einen ganz wichtigen Punkt als erstes nennen. Ich glaube, es ist erforderlich, das Gefälle zwischen Lehrenden und Lernenden aufzubrechen. Im Grunde genommen machen wir Medienkompetenz oder Medienbildung immer noch in einem Lernsystem, was im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, wo die Lehrkraft diejenige ist, die sozusagen das höhere Wissen besitzt und das jetzt sozusagen im Klassenraum an die Lernenden verteilt. Das entspricht aber, glaube ich, aus zwei Gründen nicht mehr der Realität. Ich will es an einem Rechenbeispiel mal deutlich machen. Diejenigen, die jetzt so in diesem Jahr ihr Lehramtsstudium abschließen, werden voraussichtlich so ungefähr 2060 in Rente gehen. Deren letzte Schülerinnen und Schüler werden im Jahr 2045 oder sowas geboren werden. Die haben eine Lebenserwartung von ungefähr 80 Jahren. Das heißt, die werden irgendwie bis 21.020, 40 oder sowas um den Dreh in dieser Welt leben. Und die sollen dann einmalig in der Schule medienkompetent gemacht werden oder worden sein von Lehrkräften, die sozusagen heute auf dem Stand der heutigen Medien-Digitalisierungswelt ausgebildet worden sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern das, glaube ich, zeigt ganz deutlich, dass wir ein anderes Verständnis von Bildung und von Lernen brauchen. Nicht nur eins natürlich von lebenslangem Lernen, das wissen wir auch schon sehr, sehr lange, sondern eben eines, was sehr viel kollaborativer, sehr viel gemeinsamer aufgestellt ist, als das im Moment im Klassenraum stattfindet. Da gibt es wunderbare Konzepte bereits von umgedrehten Klassenräumen oder sowas, wo die Lehrkraft eher so eine Art
Orientierungslotse ist und wo auch tatsächlich die pädagogischen Kompetenzen, die diese Menschen ja wirklich nachweisbar haben und in denen sie in der Regel hervorragend ausgebildet sind, zum Tragen kommen können, weil sie eben das Lernen lernen können. Wir würden gleich auch auf diesen Aspekt noch zu sprechen kommen, wie kollaboratives Lernen stattfinden kann, denn das ist schon eine wunderbare Brücke zu unserem nächsten Einspieler, wo es um neue Lernmodelle geht und um Partizipation, denn das scheint ein ganz wichtiger Punkt zu sein, wenn es um Medienkompetenz geht. Die Partizipation bei dieser Arbeit von Medienkompetenzvermittlung ist eine absolute Notwendigkeit, eine Grundlage, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Wir brauchen sozusagen ein differenziertes Urteil von Kindern und Jugendlichen, von den Bewegtbildern, die sie sehen, die sie konsumieren und mit denen sie sozusagen sich auch auseinandersetzen sollen. Das läuft nur darüber, dass sie sich beteiligen. Wir müssten öfters mal CNN benutzen, das ist ja eine amerikanische Newsseite. Die müssten wir öfters mal benutzen, um zu gucken, was in Amerika passiert, weil wir müssen auch Ahnung von der Welt haben, was passiert gerade. In den USA ist ja gerade mächtig was los. In den Schulen oder hier im Bildungszentren würde ich erstmal uns erklären, wie gehen wir überhaupt mit Medien um. Denn viele wissen gar nicht, was die da machen, scrollen nur rum und je nachdem vielleicht erwischt dich ein Virus oder ja, das Handy stürzt ab, wenn man es theatralisch betrachten würde. Aber hier in den Schulen generell kriegen wir kaum was mit. Vielleicht wird uns mal erzählt, also wir hatten mit unserem Lehrer, mit unserem Klassenlehrer hatten wir mal eine Stunde und da hat er uns erzählt, so, ja, ihr müsst aufpassen wegen diesen Kettenbriefen, dass ihr nicht alles glaubt. Hier / Fake News und sowas. Lehrer haben eine wichtige Aufgabe. Weil die sind ja sozusagen unsere Berater für unsere Zukunft. Und es ist wichtig, man muss immer Lehrer haben. Lehrer ist ein Job, der ja niemals aussterben sollte, meiner Meinung nach. Also was wir auf jeden Fall gehört haben, ist, ohne Partizipation kann es eigentlich nicht mehr gehen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus diesem kleinen Video. Wie sehen Sie das denn? Ich spiegel das vielleicht etwa. Wir fangen mal bei Herrn Bröckling an. Ist das auch Ihre Meinung? Ohne Partizipation kann es nicht gehen? Ja, das ist definitiv meine Meinung. Und ich glaube auch, dass wenn wir verstehen wollen, was an Kommunikation beispielsweise in Social Media passiert, dass wir das nur darüber hinkriegen, dass wir mit Kindern und Jugendlichen in Dialog gehen und herausfinden, was machen sie da, was beschäftigt sie, was belastet sie, was finden sie daran, was sind die Reize, die sie da haben, um sie dabei begleiten zu können. Also die Frage der Bildung als begleitendes Element in der Lebenswelt und in der Aneignung von Welt dieser Kinder und Jugendlichen ist ja etwas, was wir nicht von außen hingeben können. Wir müssen ja erstmal wissen, was beschäftigt sie denn, was ist denn das, was ihnen begegnet, was ist das, wo wir sie unterstützen können. Und ich glaube aber, dass man dafür eine hohe Sensibilität haben muss, wie man Kinder, Jugendliche daran beteiligt. Und das ist eine Herausforderung, vor der alle Bildungsbereiche stehen. Also wirklich zu beteiligen und sich auch auf die Lebenswelten einzulassen. Und das heißt auch, und das fällt der Schule, glaube ich, schon noch schwerer als der Jugendarbeit, sich auf Dinge einzulassen, die wir verurteilen oder mit denen wir nicht klarkommen, mit denen wir überhaupt keine Berührung haben. Das heißt, auch mit denen müssen wir uns beschäftigen, sollten wir uns beschäftigen, wenn wir Kinder, Jugendliche begleiten wollen. Ich glaube, Frau Becker hat da durchaus Erfahrung mit. Also auf der TINCON findet ein sehr breites Angebot statt, was so die Lebenswelten abbildet von Kindern und Jugendlichen. Was erleben Sie da in Ihren Projekten? Wie sieht die Partizipation dort aus? Und kann man vielleicht auch diese Erfahrung, die Sie dort haben, in die Schule übertragen? Frau Becker? Also, ja, hallo. genau, also wir arbeiten natürlich ganz eng mit Jugendlichen zusammen. Also auch das Programm, was wir bei uns auf der TINCON, also auf Konferenzen, auf größeren und kleinen Veranstaltungen, was wir da zusammenstellen, ist natürlich immer auch durch Jugendliche nicht nur mitgestaltet, sondern auch, dass wir natürlich irgendwie schauen, dass junge Menschen selber bei uns auf der Bühne stehen. Also wir holen uns den Rat junger Menschen direkt zu Anfang des Jahres in unserem Programmworkshop, in dem wir eben dann wirklich erarbeiten, welche Themen sind euch wichtig, welche Menschen findet ihr im Internet gerade spannend, welche Themen sind es, die euch gerade beschäftigen, welche Kanäle sind es, die euch gerade
faszinieren. Wir arbeiten in den U21-Teams ganz eng über das Jahr hinweg mit Jugendlichen zusammen. Das heißt, die sind wirklich ganz eng in den Gewerken mit dabei, arbeiten am Programm mit, arbeiten redaktionell mit, arbeiten tatsächlich in der Produktion der Veranstaltung mit. Und dann haben wir eben den Jugendbeirat, der in Form einer Telegram-Gruppe eben wirklich so das beratende Medium im Hintergrund ist. Und quasi, das sind 60 Jugendliche, die quasi immer in unserem, uns den Rücken stärken und uns eben natürlich auch korrigieren, wenn wir uns mal in die falsche Richtung bewegen. Also für uns ist es völlig selbstverständlich, dass es diese Partizipation geben muss und vor allen Dingen, dass das natürlich auch absolut hohen Stellenwert hat, was junge Menschen sagen. Natürlich kann man dann nie sagen, der eine sagt es und spricht jetzt für eine Generation. Es hat noch nie funktioniert. So Dinge, die man gar nicht neu erfinden muss, die kann man sich auch mit Rückblick auf einen selber manchmal ganz gut erschließen. Aber natürlich ja, ist das wichtig für uns. Und ich glaube, dass da viele Sachen natürlich übertragbar sind, angefangen von ganz klar ernst nehmen, was junge Menschen sich wünschen, was für Sorgen sie haben, was sie beschäftigt und auf welchen Kanälen sie sich eben austauschen. Also da eben wirklich das nicht abzutun und zu sagen, ihr chattet da lustig miteinander. Naja, das ist die Form der Kommunikation. Entweder wir nehmen das ernst oder wir kriegen das halt nicht mit. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, um junge Menschen natürlich auch zu schützen, aber auch um zu unterstützen. Und gerade in Bildungskontexten sollte uns das ja wichtig sein, dass wir wirklich mitbekommen, was junge Menschen umtreibt. Also ernst nehmen ist ein wichtiger Punkt. Einen anderen Punkt, wo auch ich zumindest hier vernommen habe, da wurde ein bisschen geschmunzelt, was der eine Jugendliche gesagt hat. Und zwar, Lehrer sind die Berater für die Zukunft. Das fand ich auch ganz schön. Gleichzeitig haben wir auch noch ein paar andere Zitate von Jugendlichen eingeholt, wo es auch um Partizipation geht. Da sagt einer, naja, Instagram, da sind die Lehrer noch besser dabei, denn die labern meistens keine unsinnigen Sachen. Gleichzeitig sagt ein anderer Schüler, naja, also es gäbe schon Sachen, wo dann YouTube ihm dann doch den Stoff besser erklärt hätte als eben ein Lehrer. Wenn ich mir das jetzt mal so als Stimmungsbild anschaue, Frau Götz, was meinen Sie denn, was bedeutet das erstmal für die medienpädagogische Praxis? Ja, das sind ja unterschiedliche Dimensionen, die Sie angesprochen haben und die auch Frau Becker angesprochen hatte. Zum einen geht es ja um das Ernstnehmen auch der Schülerinnen und Schüler und ihrer Interessen, ihrer Fragestellung, ihrer Lebenswelt. Und man muss dann eben bezogen auf den digitalen Raum oder Fragen, die im digitalen Raum jetzt nochmal sich anders auch stellen, letztlich alle auffordern und sagen, Achtung, das betrifft auch diesen Bereich. Und weil dieses grundsätzlich ein Ohr offen haben und Antennen ausgefahren haben, was ist mit meinen Schülerinnen los, welche Sorgen gibt es da? Also das, glaube ich, darf man Lehrerinnen und Lehrern nicht absprechen. Da sind die wirklich schon auch schon während ihrer ersten Phase der Lehrerbildung an den Universitäten und Hochschulen sehr offen, sehr aufmerksam. Und das zieht sich fort. Das andere ist die Frage, was auch angesprochen wurde, wie kann man sie begleiten oder nein, andersherum, wie kann man sie einbinden auch in der Aufbereitung von Materialien, in der Aufbereitung auch von Unterricht, auch in der Vorbereitung von weniger üblichen Formaten als der klassischen Unterrichtsstunde. Und auch hier zeigen die letzten Jahre, dass es eine ganze Reihe von Fachkräften gibt, die unheimlich kreativ und auch produktiv sind und über die Social-Media-Kanäle dieses im Grunde auch distribuieren und kommunizieren und sagen, hier, wir haben das ausprobiert, probiert es mal aus oder fragt nach, wir helfen euch gerne und die sorgen natürlich auch untereinander dafür, dass bestimmte Good Practice weiter kommuniziert wird und andere sich dann eben auch ermutigen lassen, das einzusetzen. Und die Frage nach der Präsenz der Lehrperson oder auch der Wichtigkeit der Lehrpersonen. Man muss natürlich anders sagen, als eben auch bezogen auf die Familie, genauso wichtig, dass die erstmal da sind und Zeit haben und jeden Tag in der Schule auch da sind und per se erstmal auch ein möglicher potenzieller Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin sind, wenn es an anderen Stellen vielleicht nicht weitergeht. Also
sie sind eben auch diejenigen, die Lernwege begleiten, die auch unterstützen, die auch nochmal etwas anders erklären können, jenseits einer klassischen Unterrichtsstunde, die in der Pause auch Zeit haben oder Zeit haben sollten, mal mehr, mal weniger und anders. Also auch das zeigen ja die letzten Corona-Monate, als manches Elternhaus auch nicht als Schelte zu verstehen, die eben dann parallel zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause mehr oder weniger gut im digitalen Fernunterricht versorgt, trotzdem ja ihren Job noch zu leisten haben, in gegebenenfalls sehr engen Wohnverhältnissen da sich versucht haben zu sortieren und einzusortieren. Und an der Stelle ist, glaube ich, vielen klar geworden, dass Schule da schon auch nochmal eine Bedeutung hat, um allen Beteiligten, allen Schülerinnen und Schülern auch einen Raum zu geben, diesen auch zu gestalten, wo sie eben auch lernen können, wo sie auch Angebote aufnehmen können und wo sie eben auch Unterstützung bekommen. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Ergebnis der letzten Monate, was nochmal die Bedeutung auch gerade gerückt hat. Für mich ergibt sich da so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Also auf der einen Seite müssen Lehrende ein offenes Ohr haben, sie müssen aber auch einen Bildungsauftrag erfüllen und auf der anderen Seite sollen sie aber eben an der Lebenswelt der Jugendlichen dranbleiben und im Idealfall so lustig sein, wie vielleicht der ein oder andere bei YouTube, wenn er ein Thema erklärt. Vielleicht noch mal kurz, Frau Becker, wie kann denn dieser Spagat gelingen oder kann er überhaupt gelingen? Ich glaube nicht, dass alle Lehrerinnen jetzt so lustig sein müssen wie YouTuber, also bloß nicht. Aber es ist ja, gibt ja die Möglichkeit, zum Beispiel YouTube in den Unterricht zu integrieren. Also das, das bedeutet ja nun nicht, dass wir alles über Bord werfen müssen, was wir jemals über Bildung wussten. Ganz vieles muss, das ist auch schon gesagt worden, bin ich ganz glücklich drüber, dass ich das gar nicht machen musste diesmal in dieser Runde. Natürlich dieses Prinzip des Frontalunterrichts und der Bildungshoheit von Lehrenden, das müssen wir natürlich aufweichen, das funktioniert so nicht mehr. Schülerinnen haben oftmals einen Wissensvorsprung, was die Angstfreiheit angeht, was den Umgang mit digitalen Tools angeht. Da können also die eine Seite auch von der anderen lernen und neue Medien in den Unterricht eben tatsächlich selbstverständlich einzubauen und sich dadurch eben Hilfsmittel zu holen. Das kann den Unterricht auch für Lehrende nicht nur bereichern, sondern im Zweifel auch einfacher gestalten. Also warum denn nicht das, was wir eben sehen, wo junge Menschen sich aufhalten, das kann auch wunderbar in die Bildungsbereiche integriert werden, ohne dass es merkwürdig anbiedernd wirkt und ohne dass wir jetzt sagen, alles, was auf allen Portalen passiert, kann auch so als Bildung wahrgenommen werden. Nicht alles, was auf TikTok passiert, ist für einen Unterricht gemacht und trotzdem können wir uns den Kanal der Washington Post ansehen und kann dieser Kanal mit sehr unterhaltsamen, sehr informativen Videos und kurzen Clips als Unterrichtsmaterial natürlich genutzt werden. Also auch da braucht es eben tatsächlich dieses sich bewegen in neuen Medien, da wo eben junge Menschen sind. Das benötigt es natürlich auch von Seiten der Lehrenden, weil sie natürlich wissen müssen, was gibt es eigentlich. Und wir müssen nicht vom gesamten Internet immer warnen. Das ist es gibt auch ganz viel Großartiges. Herr Busse, vielleicht, bevor wir zum nächsten Filmchen kommen, noch von Ihnen ein letzter Input. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was für Projekte, die Ihnen in der außerschulischen Bildung begegnet sind, beziehungsweise die Sie realisiert haben, würden Sie sagen, eignen sich auch hervorragend, um sie in der Schule mit einzubeziehen? Ja, ich finde auch, es gibt ganz, ganz viel Großartiges im Internet. Das wäre mir auch nochmal wichtig zu sagen. Und ein Teil können wir vielleicht auch als Lehrende oder als Bildungsverantwortliche mit produzieren oder mit befördern, wenn wir uns kollaborativ Menschen anvertrauen, die vielleicht auch von Jugendlichen mehr Ahnung haben. Wir machen das zum Beispiel, indem wir mit Kreatorinnen auf YouTube zusammenarbeiten, von denen wir wissen, dass sie eben junge Menschen sehr viel besser aus der Seele, aus dem Geist oder aus ihrer Lebenswelt sprechen und vertrauen uns dann in gewisser Weise deren Kompetenz und deren YouTube-Kanälen an, um eben gemeinsam Bildungsformate zu entwickeln. Und da ist auch nochmal wichtig, was, glaube ich, Frau Becker auch schon gesagt hat, dann ist es eben nicht allein entscheidend, dass man ein Video ausstrahlt, sondern dass man auch darauf achtet, was mit dem Video dann in der Kommentarspalte passiert oder in der weiteren Auseinandersetzung, dass man Rückkanäle eröffnet, dass man eben dieses Kollaborative auch im Digitalen ermöglicht. Auch wenn ich sehr Frau Götz zustimme, dass
Kollaboration und Kopräsenz, also gemeinsame Anwesenheit, das gemeinsame Arbeiten natürlich immer sehr viel bereichernder und auch letztendlich menschlicher machen, weil wir eben soziale Wesen sind und irgendwie gerne mit anderen im selben Raum sind, so ungefähr. Das ist vielleicht auch die Lehre der Corona-Pandemie. Und jetzt gibt es ein neues Angebot, das genau diese Brücke schlagen möchte zwischen Partizipation auf der einen Seite, dann Medienkompetenz vermitteln auf der anderen Seite auch noch. Und das ist das Medienradar der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Und wie das jetzt aussehen soll, das sehen wir jetzt. Der Medienradar ist ein medienpädagogisches Internetportal, das sich an Lehrende in der schulischen und in der außerschulischen Bildung richtet. Die Grundidee ist, aktuelle Medienthemen, die die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen unmittelbar berühren, aufzugreifen und ansprechend aufzubereiten. Wir erleben häufig, dass diese Themen gerade im Medienbereich sehr schnell wechseln, neue Trends kaum noch zu verfolgen sind, vor allem nicht von Lehrenden. Und hier möchten wir gerne Lehrende unterstützen und Material bereitstellen, das flexibel und einfach handhabbar ist. Zum einen greifen wir streitbare Themen auf, legen also einen Fokus auf das Diskursive, was ja auch unserem Anspruch gerecht wird, Medienkritik und Medienreflexion zu fördern. Zum anderen bieten wir eine Fülle an Material, vor allem an audiovisuellen Beispielen, die neben Hintergrundwissen in den Dossiers verankert sind. Und das Ganze ist ein Gesamtpaket, das von Lehrkräften verschieden genutzt werden kann. Entweder dient es der eigenen Fortbildung oder es wird eingesetzt als Unterrichtsmaterial. Und auch dafür gibt es sehr klare Leitfäden bis hin zu ausgefeilten Unterrichtseinheiten. Sehen wir uns Medienradar einmal genauer an. Auf der Startseite teasert ein Slider neue Dossiers, Artikel, aber auch redaktionelle Empfehlungen an. Scrollt man nach unten, finden sich weitere, bunt gemischte Inhalte aus den verschiedenen Bereichen. Die Farbgebung gibt Aufschluss darüber, aus welchem Bereich der jeweilige Inhalt stammt. Das Herzstück der Plattform bilden die Dossiers. Sie bündeln Inhalte aus den Bereichen Hintergrundwissen, Mediensammlung und Lehrmaterial zu einem diskursiven Schwerpunktthema. Medienradar startet zunächst mit Dossiers zu den Themen kulturelle und ethnische Diversität, Gangster-Rap, Jugendmedienschutz in Deutschland und Hate Speech. Mich hat das Thema Hate Speech eigentlich schon die ganze Zeit in meinem Masterstudium sehr interessiert und ich konnte im Dossier viel von dem Wissen, was ich für meine Masterarbeit auch recherchiert habe, mit einbringen, da auch natürlich Themenschwerpunkte setzen und habe mir natürlich auch viel angeschaut, was gibt es schon an Schulmaterialien. Und da konnte ich auch sehr viele Kriterien ableiten, was ist wichtig, formal, inhaltlich, aber auch didaktisch und konnte das dann in das Themendossier zum Thema Hate Speech auch einfließen lassen. Im Bereich Hintergrundwissen im Hate Speech Dossier werden Grundlagen erklärt, aber es wird auch darauf hingewiesen, dass es natürlich viele Handlungsoptionen gibt im Umgang mit Hate Speech. Um dieses Hintergrundwissen auch einfach nochmal beispielhaft zu verdeutlichen, gibt es dann im Bereich der Mediensammlung Medienbeispiele, die das ganze Thema auch etwas weniger abstrakt darstellen. Im Hate Speech Dossier gibt es zum Beispiel eine Playlist, die sich mit Aufklärungs- und Sensibilisierungsangeboten zum Thema beschäftigt und die auch verschiedene Projektinitiativen vorstellt, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und auch Materialien bereitstellt, die Hate Speech im Unterricht auch zum Thema machen. Diese Playlist findet sich auch im Bereich Mediensammlung wieder. Dort werden neben diversen Playlists auch Zahlen und Fakten zur Veranschaulichung interessanter Studien angeboten. Die bereichsinterne Suche ermöglicht ein weiteres Eingrenzen. So führt der Suchbegriff Entwicklungsrisiko zu Playlists aus dem Jugendmedienschutz. Was ist eigentlich ängstigend? Gewaltbefürwortung und Förderung? Und was ist eigentlich desorientierend? Was das Thema Jugendmedienschutz für den Schulkontext besonders interessant macht, sind seine zwei unterschiedlichen Ansätze, die wir versuchen, in unserem Material abzubilden. Zum einen blicken wir auf den restriktiven Jugendmedienschutz, der durch Institutionen und Gesetze versucht, Kinder eher zu schützen, beispielsweise durch die Vergabe von Altersfreigaben fürs Kino, für Fernsehen, für Computerspiele. Was uns im Unterrichtsmaterial aber auch besonders wichtig war, ist die zweite Säule des Jugendmedienschutzes. Das ist der präventive Ansatz und der versucht, bei Kindern und Jugendlichen eher die Medienkompetenz zu fördern. In unserem Material stellen wir zum einen die Grundlagen anhand von Artikeln über Institutionen und Wirkungsrisiken vor. Darüber hinaus haben wir mit Experten Interviews zu Themen wie Wirkung von Computerspielen oder Sexualität im Fernsehen geführt. Zur stärkeren Veranschaulichung arbeiten wir im Bereich Mediensammlung, aber vor allem auch mit sehr vielen Beispielen.
In den Playlists des Dossiers, bei denen es hauptsächlich um die Darstellung der Risikodimension des Jugendmedienschutzes geht, haben wir die Möglichkeit genutzt, reale Prüfbeispiele vorzustellen und sie zu analysieren. In der Erläuterung dieses Medienbeispiels ist eine Verlinkung zu einer Aufgabe im Lehrmaterial gesetzt, bei der die Schülerinnen und Schüler die ungeschnittene Version der Szene mit der geschnittenen Fassung vergleichen sollen und über die unterschiedliche Wirkung der Szenen in Gruppenarbeit oder im Klassenverband diskutieren können. Diese und viele weitere Aufgaben sind im Bereich Lehrmaterial zu finden. Die Aufgabensets umfassen mehrere Aufgaben zu einem Themenkomplex. Im Aufgabenset selbst sind die Aufgaben nach Klassenstufen sortiert. Um zielgenauer zu suchen, können die Aufgaben nach Klassenstufe und Fächeranbindung gefiltert werden. Ein Klick auf den übrig gebliebenen Bereich öffnet eine Übersicht aller zugehörigen Aufgaben. Unter dem jeweiligen Titel finden sich die wesentlichsten Infos wie Fachanbindung, Dauer und Methoden, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Der Aufbau jeder Aufgabe ist gleich. Nach den zu erwerbenden Kompetenzen und dem benötigten Material folgen ein möglicher Ablauf der Aufgabe und didaktische Hinweise. Medienbeispiele, Tabellen und Grafiken ergänzen die Aufgabe. Im Download-Bereich stehen Handouts und Arbeitsblätter zur Verfügung. Die Faszination für Gangsterrap prägt auch in Deutschland eine ganze Jugendkultur. Wir haben aus medienpädagogischen Projekttagen an Schulen zum Thema Gangsterrap die Erkenntnis mitgebracht, dass der Diskussionsbedarf unter Jugendlichen zum Thema enorm ist. Es stand dann die Frage, wie wir unsere Erfahrungen für Lehrende greifbar machen. Und so haben wir uns entschieden, das Feld nochmal zu öffnen und um einige Aspekte zu erweitern. Und schließlich ist ein Dossier Gangsterrap für Medienradar entstanden. Es soll Lehrende unterstützen, Jugendliche auch im Unterricht bei ihren Interessen abzuholen. Der Artikel Gangsterrap in der Schule aus dem Hintergrundwissen zeigt Möglichkeiten auf und unterbreitet Vorschläge dazu. In weiteren Beiträgen zum Hintergrundwissen nehmen wir dann Inszenierungsstrategien der RapperInnen unter die Lupe und beschäftigen uns mit Sprache im Rap oder eben auch mit der Frage, inwiefern Rap diskriminierend sein kann. In den Mediensammlungen werden diese Themen dann mit einer Fülle von Beispielen wieder aufgegriffen. Ein Beitrag stellt eine Studie vor, die sich mit der Rezeption von Gangsterrap beschäftigt und sich auf eine Befragung unter Jugendlichen stützt. Im Lehrmaterial greifen wir die Ergebnisse der Studie wieder auf, wenn es um die einleitende Frage geht, wie steht ihr zum Rap? Weitere Folgeaufgaben, zum Beispiel zur Analyse von Bild und Text in Songclips mit Arbeitsblättern und Handouts, lassen sich in beiden Aufgabensets finden. Über die Lupe gelangt man in die erweiterte Suche. Bei der Eingabe eines Suchbegriffes schlägt Medienradar automatisch bestimmte Schlagwörter vor, aus denen ausgewählt werden kann. Natürlich kann auch ein eigener Suchbegriff eingetragen werden. Die Verknüpfung eines zweiten Suchbegriffes mit dem Befehl und schränkt die Auswahl weiter ein. Der Befehl oder erweitert die Auswahl. Der Befehl und nicht bewirkt, dass der zweite Suchbegriff nicht in den Suchergebnissen auftauchen darf. Darüber hinaus ermöglichen weitere Filter, noch präziser zu suchen und die Sortierung der Ergebnisse zu verändern. Klickt man einen bestimmten Beitragstyp an, zum Beispiel Interviews, so wird nur nach diesen Inhalten auf der Plattform gesucht. Eine Mehrfachauswahl ist natürlich möglich. Wer Inhalte im Lehrmaterial sucht, kann an dieser Stelle bereits nach Klassenstufe und Fachanbindung filtern. Ein Suchbeispiel. Sucht man nach dem Begriff Stereotype und setzt einen Filter beim Beitragstyp Artikel, werden nur solche Suchergebnisse angezeigt, bei denen beide Kriterien erfüllt sind. Betrachtet man die Medienlandschaft in Deutschland, so fällt schnell ein Mangel an Diversität auf. Und zwar nicht nur, was die Themen betrifft, sondern auch bezüglich der MacherInnen. Diversität in den Medien ist ein riesiges und komplexes Themenfeld, weil es sowohl unterschiedliche Dimensionen als auch Gruppen beinhaltet. Wir haben entschieden, uns auf den Bereich der ethnischen und kulturellen Diversität zu konzentrieren. Im Hintergrundwissen untersuchen wir hartnäckige Stereotype. Stellen uns die Frage, woher kommen sie und wie begegnen wir ihnen? Außerdem, wie kann eine diversitätsgerechte Darstellung gelingen? Jens Förster geht in seinem Artikel darauf ein.
Er gibt Empfehlungen für die Gestaltung von Diversity und macht auch gleichzeitig klar, dass eine tiefgreifende Veränderung von diskriminierendem oder rassistischem Denken letztlich nur durch einen gesellschaftlichen Wandel erzeugt werden kann. Ich denke, dass Jugendkulturen da inzwischen ja auch Verantwortung übernommen haben. Also ich sehe jetzt gerade in der jetzigen Generation, in der jetzigen Kohorte von, sagen wir mal, 12- bis 28-Jährigen wieder ein sehr starkes politisches Bewusstsein. Das habe ich zumindest in den Generationen davor nicht so stark beobachtet. Da waren die Leute mit anderen Themen unterwegs. Wo wird eigentlich diese ethnisch-kulturelle Vielfalt, die Jens Förster ja fordert, umgesetzt? Dies zeigen wir in den Positivbeispielen unserer Mediensammlung. Denn vor allem Online-Formate zeigen bereits Diversität auf, sowohl in ihren Redaktionen als auch in ihren Themen. In einer Folge aus dem Wissenschaftsformat von Funk, MyLab, geht Mai Thi Nguyen Kim auf die verschiedenen Facetten der Frage ein, woher kommst du? Die eben meist gefolgt ist von, nein, ich meine, woher kommst du ursprünglich? Wenn man diese Frage einen Menschen mit Migrationshintergrund fragt, um eben diesen Migrationshintergrund herauszufinden, ist das noch harmloser Smalltalk oder schon geschmacklos? Wo verläuft die Grenze zwischen Neugier und Rassismus? Das wird derzeit diskutiert unter dem Hashtag von hier. Am Anfang, aber auch am Ende jeden Beitrags kann dieser über Social-Media-Kanäle geteilt werden. Außerdem können registrierte Nutzerinnen und Nutzer Lesezeichen anlegen und diese in ihrem Account verwalten. Unter dem Beitrag sind die Quellennachweise zu finden. Sie können über einen Dropdown aufgeklappt werden. Darunter werden die jeweiligen Autorinnen und Autoren kurz vorgestellt. Die Schlagwörter definieren den Beitrag thematisch. Im Anschluss an den Beitrag werden andere Beiträge aus den verschiedenen Bereichen vorgeschlagen, die ähnliche Themen behandeln. Der Footer bildet den Abschluss jeder Seite und Unterseite von Medienradar. Dort finden sich neben den rechtlichen Angaben und der Datenschutzerklärung auch alle Informationen rund ums Portal. Im Bereich Extras gibt es zudem ein Glossar mit Begriffen rund um Medien, Medienpädagogik und Jugendmedienschutz sowie eine Verlinkung zum Projekt Medienbarometer. Das Medienbarometer ist eine Idee, die auf ein Videoprojekt zurückgeht, das wir zusammen mit der Medienwerkstatt Wuppertal vor 2 Jahren begonnen haben. Und zwar geht es darum, Stimmen von Kindern und Jugendlichen einzufangen zu aktuellen Medienthemen, um ihre Meinung und ihre Einschätzungen kennenzulernen. Das ist nicht nur für eine Jugendschutzeinrichtung wichtig, die Inhalte beurteilt und auch ja Kommunikationsbeschränkungen ausspricht sozusagen, sondern auch für alle, die in der Bildungsarbeit tätig sind, weil der Blick von Kindern und Jugendlichen auf ihre Medieninhalte selbst sehr erhellend sein kann und neue Facetten eröffnet, die wir als Erwachsene oft nicht so im Blick haben. Ja, und damit ist das Medienradar in der Welt. Sie können es ab heute abrufen. Und wir haben es gerade gehört, also die ersten 4 Dossiers sind auch in dem Rahmen schon online. Jugendmedienschutz in Deutschland, kulturelle und ethnische Diversität in den Medien, Hate Speech und Gangster-Rap. Und natürlich soll das nur ein Aufschlag sein. Es sollen weitere Dossiers auch folgen. Und da würde mich jetzt von meiner Runde interessieren, was Sie für Ideen hätten, was da noch folgen könnte. Welche Themen könnten Sie sich noch vorstellen, die auf dieser Plattform stattfinden? Vielleicht machen wir das einfach mal die Reihe rum, Frau Götz. Ich gebe mal weiter. Herr Bröckling. Katrin Demner hat es vorhin in den Grußworten schon gesagt. Das Thema Informationskompetenz, alles, was rund um Wahrheitsfindung, um Erzählung von Wahrheit oder Nichtwahrheit oder von Hinterfragen von Erzählung ist, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Das kann man an einzelnen Beispielen machen, das kann man aber auch als Themenkomplex Informationskompetenz oder so machen. Spannend ist dabei, aus meiner Sicht, neben Fake News und den klassischen Themen, die gerade immer wieder im Gespräch sind, eben wirklich die Frage zu stellen, wie entstehen denn Informationen? Also wir sind eigentlich bei einem ganz klassischen kommunikationswissenschaftlichen Ansatz, den es seit vielen, vielen Jahren gibt und der in der Medienpädagogik schon immer eine große Rolle spielt, nämlich zu verstehen, wie Information entsteht, wie Information verarbeitet wird. Und das ist aber etwas, was im schulischen Kontext bisher sehr viel in einem lehrenden Kontext gemacht wird. Eben nicht im Sinne von, wir verstehen, versuchen Social Media zu verstehen. Also das Spannende bei dem ganzen Komplex der Informationskompetenz neben dem Begreifen von Entstehung von Narrativen, von Wahrheit,
Arbeit ist es zu verstehen, wie kommuniziert denn dieses Social Web, wie wird denn da kommuniziert und wie entstehen da auch neue Arten von Wahrheitsfindungen und von Meinungsfindungen und so weiter. Also sich genauer den Kommunikationsstrukturen zu widmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Und das andere sind, ich glaube, immer einzelne Phänomene, die wieder auftauchen. Also das ganze, der ganze Hype um TikTok und um das, was dort passiert wird, wird oft reduziert auf die Selbstdarstellung und auf Tanz, aber es ist natürlich viel mehr. Da wird kommuniziert. Und ich glaube, Anne Busser hat es vorhin gesagt, es ist eine Kommunikation, die wir ernst nehmen müssen. Und das ist eine Kommunikation, die anders ist als die, die wir kennen. Und ich glaube, wenn man das auch zu einem Thema macht, also das ist wirklich so grundlegende, wie kommunizieren Kinder, Jugendliche, und das Medienbarometer ist eine gute Möglichkeit, sich da Stimmen von Kindern und Jugendlichen zu holen und vielleicht durch deren Stimmen wieder die Themen dann auch auszuwählen. Also nicht wir bestimmen aus meiner Sicht, welche Themen da wichtig sind, sondern die Kinder und Jugendlichen und deren Lebenswelt. Frau Becker, was würde Ihnen noch fehlen? Was, bei der TINCON gibt es natürlich auch eine Fülle an Themen, die auch von den Jugendlichen eingebracht werden. Hätten Sie Ideen, wie es noch weitergehen könnte? Was müsste noch in die Schule? Ganz, ganz vieles. Ich glaube, ganz wichtig natürlich immer, dass es gar nicht darum geht, was ich finde, sondern was treibt junge Menschen um. Und natürlich sind so Themen wie Gaming zum Beispiel, also wenn wir über Gangster-Rap schon sprechen, dann natürlich auch über Gaming zum Beispiel. Ich würde ganz gerne noch anmerken, dass ich finde, dass zum Beispiel junge Menschen auch ganz dezidiert an diesen Themen mitarbeiten sollten und können. Also eben auch redaktionell da tatsächlich einen Einfluss haben. Dann wäre zum Beispiel KIZ wahrscheinlich nicht unter der Rubrik Gangster-Rap gelandet, die da eigentlich nichts verloren haben. Solche Sachen wie sexuelle Identität, also Geschlechtsidentität, solche Sachen sind in der Jugendkultur gerade große Themen. Social Media natürlich, weil Social Media eben viel mehr ist als nur Berieselung oder auch nur Austausch mit anderen, sondern es ist natürlich auch stilprägend für junge Menschen. Also das sind Vorbilder, die da entstehen, das sind teilweise Berufsfelder, die sich auftun für junge Menschen, denen sie eben nacheifern. Also da gibt es, glaube ich, noch eine große Anzahl. Politischer Aktivismus ist ein großes Thema. Also wo sind quasi auch die Grenzen, aber was sind die Möglichkeiten? Und also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, was aufgegriffen werden kann. Prinzipiell ist es aber natürlich erstmal ein total lohnenswerter Schritt zu sagen, man geht das Ganze mal wirklich im Detail thematisch an. Herr Busser, haben Sie noch Ideen? Erstmal möchte ich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch Claudia Mieker, der FSF und dem ganzen Team sagen zu diesem großartigen Launch. Applaus von meiner Seite auch nochmal. Ich finde es toll, dass das jetzt endlich erfolgreich gelauncht worden ist. Es gibt diesen schönen Satz, alles, was wir wissen über die Welt, wissen wir aus Massenmedien, der so ein bisschen damit zu tun hat, dass Medien halt so Wirklichkeitsgeneratoren sind. Und ich glaube, dass man jungen Menschen das ganz gut beibringen kann, wenn man auch mal einen Blick in die Mediengeschichte und in die Technikgeschichte wirft und versucht, darüber einen Blick dafür zu vermitteln, dass Medien halt eben wirklich Wirklichkeit auch generieren und bestimmen. Und dass es eben einen Unterschied macht, ob eine Information über Facebook oder über eine Newsseite oder in einer Zeitung oder im Kinosaal oder eben im Fernseher und so weiter oder in einem Buch steht. Und darüber sozusagen so einen Blick dafür zu gewinnen, dass das Denken in Alternativen möglich wird, dass die Welt nicht so gemacht sein muss, wie die Medien sie uns präsentieren oder wie sie generieren, sondern dass die Welt auch anders sein kann. Und dann sind wir relativ schnell auch bei meinem Lieblingsthema und meinem Beruf der politischen Bildung. Frau Götz, was glauben Sie denn jetzt, nachdem Sie erstmal alles gesehen und gehört haben, auch den Film, den wir gerade gesehen haben über das Portal, ist das denn dazu geeignet, Partizipation in den Unterricht einkehren zu lassen mit den Jugendlichen? Ich denke schon. Zum einen sind hier aktuelle Themen aufgegriffen und gerade auch über die Einbindung von O-Tönen von Schülerinnen und Schülern ist im Grunde ja schon sozusagen so eine Steilvorlage auch da und sagt, was sagt ihr als Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, 7, 8 oder 10 dazu? Also insofern ist da schon auch ein hoher Aufforderungscharakter, genau diese
O-Töne mit einzubinden oder sich als Lehrende damit zu beschäftigen, zu sagen, okay, ich adaptiere das, nehme das mit in den Unterricht, stelle dort mal die Frage, wie bestimmte Themen auch eingeschätzt werden und nutze sozusagen auch ganz bewusst dieses Material als Anregung, um bestimmte Themen jetzt eben auch aktuell fundiert oder aktuell basiert auch mit umzusetzen. Und es ist natürlich auch hinsichtlich der inhaltlichen Aufbereitung gut nutzbar, einfach weil es hier granular aufbereitet ist, sowohl eben für die eigene Vorbereitung, aber dann eben auch mit dem Blick darauf, was davon kann ich in welcher Weise nutzen. Es ist nicht so eng geführt. Wir hatten ja die Möglichkeit, uns das im Vorfeld schon mal anzuschauen und hinter die Kulissen sozusagen zu blicken, ganz vorsichtig. Und nicht so eng geschnürt oder eng gefahren, dass man nicht anderes auch machen könnte. Also Unterrichtsgestaltung hängt ja letztlich dann immer auch davon ab, wie konkrete Lernsituationen entstehen, wie konkrete Klassensituationen entstehen. Und da ist das, glaube ich, ziemlich einladend auch aufbereitet, hat ein frisches Design und, glaube ich, macht Spaß, zum einen zu nutzen, aber vielleicht dann eben auch mitzuwirken, zu sagen, Mensch, ich habe ja auch noch eine Idee, hier fehlt noch ein Thema oder ich hätte gern dazu und dazu etwas. Und die große Herausforderung für die Distribution dieses Angebots wird wohl eher darin bestehen, es möglichst rasch und möglichst breit auch zu kommunizieren und neben den Netzwerken, die ja heute auch zu Beginn schon benannt worden sind, mit wem dieses Material auch entwickelt worden ist, glaube ich, liegt es auch daran, dass eben auch Lehrende dies einsetzen, dann von ihren Erfahrungen berichten, vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Beitrag auch über die sozialen Medien oder andere Wege kommunizieren, um dann auch so eine Community zu stärken, eben auch dieses Material mit zu berücksichtigen und mitzudenken. Also ich hätte sofort Ideen in so einem außerschulischen Kontext, wofür ich das einsetzen würde. Haben Sie Ideen, wie man das gut in den Unterricht einbinden kann? Gerade weil wir gesagt haben, es gibt ja nicht das dezidierte Fach, wo man dann sagt, so und heute beschäftigen wir uns eben mit dem Dossier XY, sondern haben Sie Ideen, wie sich das gut in den Unterricht einbinden lassen könnte? Ja, beim Gangster-Rap sind Sie im Grunde sofort im Fach Deutsch oder auch im Fach Musik, wo Sie Bezüge finden, auch zu Gestaltungsfragen, auch zu Gestaltungsfragen von Text und Bild, vielleicht sogar auch im Fach Kunst. Das Thema Hate Speech ist im Grunde eine Frage, die können Sie nicht nur in ein Unterrichtsfach geben. Da sind die Lehrerinnen und Lehrer ja immer auch als Klassenlehrer Ansprechpartner und auch Betreuende für eine ganze Schar, eine ganze Schulklasse. Und auch da sind die ethischen Unterrichtsfächer oder eben auch die sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächer sicherlich, vielleicht aber auch nicht, ein Ansatzpunkt, wo Sie das aufnehmen können, wo Sie fragen können, wo Sie vielleicht auch die Untersuchungsergebnisse vorstellen können, auch Schülerinnen und Schüler ermutigen, eine eigene Umfrage zu machen und das über den Schülerrat oder den Schülerrat an der Schule eben auch als Thema zu setzen für die Beschäftigung, was heißt das für unsere Schule? Also da liegen, glaube ich, mehrere Beispiele sofort hier auf dem Tisch. Um das Portal erfolgreicher zu machen oder dass es Leute einfach nutzen, in diesem Sinne auf jeden Fall erfolgreicher, müssen wir natürlich das Ganze kommunizieren, dass die also Lehrpersonen auch wissen, dass es dieses Portal gibt, dass sie es nutzen können. Und eine Sache habe ich schon von Frau Becker auch mitgenommen, mehr Partizipation auch noch von Jugendlichen, wenn es darum geht, das Portal weiterzuentwickeln. Haben Sie vielleicht noch andere Ideen, wie das Portal weiterentwickelt werden kann, damit das eben wir vielleicht jetzt nicht nur nach dem Aufschlag ein paar Wochen intensiv nutzen, weil wir uns so sehr daran erfreuen, sondern wir wünschen uns ja, dass das möglichst langfristig passiert. Ich glaube, es gibt zwei zentrale Ansätze, die das Medienradar erfüllen kann. Das ist zum einen, Themen zu setzen und sich als Lehrkraft einfach sicherer zu fühlen, mit dem Thema umzugehen. Also auch ich kenne mich mit TikTok nur bedingt aus. Auch ich kann mit Gangster-Rap... Das ist schon mehr als meine andere. Das ist mehr als meine andere, aber ich glaube, es gibt schon ein Interesse. Es gibt ein Interesse von Lehrenden, von pädagogisch Arbeitenden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ich
ich einen Rahmen bekomme, in dem ich Begrifflichkeiten erklärt bekomme. Also das Glossar finde ich einen ganz wichtigen Faktor. Also wirklich, dass ich schnell nachschlagen kann, was ist denn damit gemeint, mit einem Phänomen, auf das ich stoße. Wenn ich dann eine pädagogische Einschätzung von Medienpädagoginnen, Medienpädagogen bekomme, was hat das denn für eine Bedeutung in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen aus deren Sicht, dann kann ich meine eigene Meinung bilden und kann sicherer dann mit Schülerinnen und Schülern damit arbeiten. Ich glaube, es geht immer darum, bei diesen Themen, dass mehr Sicherheit bei denen, die mit Jugendlichen dann in den Dialog gehen, entstehen kann. Das heißt, dieses Medienradar kann eine Sicherheit in Themen bieten, kann eine Sicherheit in Beschäftigung mit lebensweltlichen Bezügen geben und muss dann aber eben Dialograum eröffnen und muss dann dazu führen, dass man mit den Kindern und Jugendlichen zusammen dann weiterarbeitet. Und was es da braucht, ist, glaube ich, etwas, was das Medienradar als Website nicht bieten kann. Es braucht nochmal eine Überlegung, wie man Bildungsräume an Schule da anders denken kann, wie man eben über Projektwochen, über dialogische Formate, Flipped Classroom, es sind ein paar Sachen schon erwähnt worden. Also ich glaube, es bietet die wahnsinnige Chance, die die Digitalisierung insgesamt bietet, auch Unterricht neu und anders zu denken. Und da passiert ja eine Menge. Und ich glaube, wenn man da nochmal eben dieses Gefühl von Sicherheit bei Lehrenden schafft und sie da unterstützt mit so einem Format, mit so einem Angebot, dann haben wir schon eine Menge erreicht, glaube ich. Frau Becker, mich würde noch interessieren, denn was mir sofort in den Sinn kommt, ist, wenn wir über Lebenswelten sprechen, dann verändern die sich natürlich wahnsinnig schnell und sie verändern sich in unserer Zeit natürlich noch sehr viel schneller, als sie das vor ein paar Jahren getan haben. Also wie kann aus Ihrer Perspektive so ein Portal gut altern oder älter werden, wenn sich doch die Lebensrealitäten von Jugendlichen so schnell ändern? Naja, genau, im besten Fall wird es eben nicht alt, sondern entwickelt sich immer mit. Da sind wir, glaube ich, wieder im direkten Austausch mit jungen Menschen. Also wenn ich über Lebenswelten von jungen Menschen spreche, muss ich eben auch im Dialog mit ihnen sein. Es braucht natürlich Beratung, es braucht engagierte Mitarbeitende, die es mit Sicherheit gibt, da bin ich mir 100%ig sicher, die eben sich genau dort aufhalten, wo die Themen stattfinden. Und ich glaube, dann ist da eine große Chance. Was ich glaube ich fast noch wichtiger finde als das Angebot, dass es das gibt, ist, dass Lehrende die Freiheiten bekommen, an den Schulen diesen Themen auch einen gewissen Stellenwert geben zu können. Und das wird natürlich im Moment nicht leichter, an dem ganz viel Unterricht fällt aus. Ich glaube, es liegt ein extremer Druck auf Lehrenden, dass sie Unterricht nachholen müssen. Und ich glaube, es braucht einfach da tatsächlich den Mut, auch zu sagen, das ist ähnlich wichtig wie Deutschunterricht, Goethe lesen. Ich glaube, es müssen so ein bisschen die Wichtigkeiten verschoben werden. Und weil ansonsten haben Lehrerinnen und Lehrer gar nicht den Raum dafür, solche Themen wie Medienbildung oder ich beschäftige mich tatsächlich mal mit Hate Speech oder beschäftige mich tatsächlich mal mit Social Media Themen, das wirklich umzusetzen. Da braucht es, glaube ich, wirklich ein Umdenken in der Bildung. Herr Busse, was würden Sie sich denn wünschen, wenn wir jetzt mal auf die Medienbildung schauen? Also wie sollte sich die idealerweise entwickeln, dass wir vielleicht in 10 Jahren die Möglichkeit haben, eben solchen Themen sehr viel mehr Raum zu geben, als das heute der Fall ist? Wir haben ja schon ganz viel über Kollaboration, Zusammenarbeit gesprochen und ich glaube, das, was wir von als Standard oder als Anforderung an Medienbildung, sollten wir auch an unsere eigenen Angebote und unsere Arbeitsweise legen. Das heißt, auch wir sollten offen und kollaborativ arbeiten. Das heißt, unsere Angebote sollten nicht statisch sein, sollten eben nicht den Anspruch erheben, die Wahrheit in Sachen was auch immer verkünden zu können, sondern eben sollten sich immer wieder in den Diskurs stellen. Meine Wunschvorstellung, meine große ist tatsächlich, dass es uns gelingt, all die vielen Engagierten, die in der Medienkompetenz, in der Medienbildung aktiv sind, in der politischen Bildung, in der Kinder- und Jugendarbeit, so zu vernetzen, dass wir nicht alle 5 Jahre wieder alles neu erfinden meinen zu müssen, sondern tatsächlich einfach mit dem, was da ist, arbeiten können, es verändern können, es in den Veränderungsmodus sozusagen stellen. Und zwar sowohl für junge Menschen als auch für erfahrene pädagogische Fachkräfte, die mit einer bestimmten Haltung von Offenheit und Kollaboration in sowas einsteigen, dann kann so ein Material, was der Medienradar hier in ganz wunderbarer Weise ausgebreitet hat und thematisch ganz wunderbar aufbereitet hat,
wirklich eine Zukunftsdauer von ganz, ganz vielen Jahrhunderten, möchte ich fast behaupten, haben. Frau Götz, Sie arbeiten ja quasi an der Zukunft, wenn man so will, der Medienbildung. Also Sie kümmern sich darum, dass eben die künftigen Lehrkräfte gestärkt sozusagen hinausgehen. Was sind Ihre Ansätze dort oder wo glauben Sie, muss es vielleicht noch stärker hingehen, damit wir also bei einer Medienbildung ankommen, so wie Sie sie sich vielleicht vorstellen würden? Ich möchte da gerne anknüpfen, was Herr Busse da auch skizziert hat, ob nun das Portal über 100 Jahre plus X da hält, weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann ein Tick zu visionär, aber warum denn nicht? Nur zu. Also mir ist wichtig, dass wir in der Lehrkräftebildung sowohl an der Universität als auch in den folgenden Phasen, auch wenn die Fachkräfte im Job sind, darauf setzen und dass eben eine ganz wichtige Komponente die Reflexion, Reflexivität auch der eigenen Tätigkeit da berücksichtigt wird, dass sie also auch selbst reflektieren, wie bin ich eigentlich medial verfasst in dieser digitalen Gesellschaft, wie ist eigentlich mein Handeln auch permanent medial irgendwie durchzogen und kann also nicht da irgendwo einen Stecker ziehen und sagen, jetzt bin ich sozusagen der analoge Mensch. Und dieses Bewusstsein und auf dieser reflexiven Ebene hilft letztlich auch Kinder und Jugendliche und Familien auch zu begleiten in diesem medialen Raum, in diesem hoch rasant sich weiterentwickelnden Raum ihren Platz zu finden, sich auch weiterzuentwickeln. Und es ist ja nicht so, dass wir Schülerinnen und Schüler auf irgendwie eine Zukunft vorbereiten, sondern die leben in hier und jetzt. Und ich kann also nicht sagen, wir bereiten jetzt Studierende auf die Zukunft, wenn sie denn dann mal in der Schule sind, vor, genauso, sondern die leben auch im Hier und Jetzt. Und deshalb muss ich natürlich aufpassen mit den Zukunftsideen. Wir bereiten jemanden vor für etwas, was in 5 oder 10 oder gar 20 Jahren passiert. Das ist immer nur die halbe Wahrheit, denn wir müssen sie natürlich auch für aktuelle Entwicklungen und Realitäten auch vorbereiten, sie sensibilisieren, ihnen auch Werkzeuge an die Hand geben in diesem Kontinuum. Wir hatten vorhin das Thema Jugendmedienschutz, zwischen bewahren, aber eben auch befähigen. Und da sind schon auch einige dicke Bretter zu bohren. Wir sind im Moment in der Lehrerbildung an den Universitäten und Hochschulen allesamt dabei, Medienbildung systematischer zu verankern. Das ist nicht nur das Ergebnis aus der KMK-Strategie 2016, ja jetzt auch schon 4 Jahre her, sondern das ist ein Thema, was letztlich schon die Akteure der Lehrerbildung viele Jahre umtreibt. Das hängt eben von vielen Parametern ab und das geht vielen natürlich viel zu langsam. Aber die Studierenden haben eben ein Fachstudium, in der Regel studieren die 2 Fächer, sie haben einen bildungswissenschaftlichen Teil und in diesen, ja man möge fast sagen, sie sitzen eigentlich zwischen 3 Stühlen, muss es letztlich auch einen Ausgleich geben oder eine gute Abstimmung geben der verschiedenen inhaltlichen Bereiche, die eben dann im Studium wichtig sind. Entscheidend ist letztlich Kompetenzentwicklung dann aber doch für berufliche Situationen, die wir eben nicht per se vorhersagen können und auch vorhersehen können, solange wie die dann im Job tätig sein werden. Herr Busse hatte das ja vorhin skizziert, das ruft dann manchmal Kopfschütteln und manchmal dann eben auch Haare raufen hervor und sagt, oh Gott, wie soll das gehen? Und da stellt sich natürlich auch die Frage, also wie geht man ja nicht nur in die Zukunft gedacht, sondern selbst heute schon damit um, dass man natürlich Lehrkräfte an den Schulen hat, die keine Ahnung haben von Medienbildung, aber das ja auch mitleisten sollen, ne? Also was macht man mit denen? Ja, ach, ich glaube, so wenig, keine Ahnung haben die gar nicht. Doppelte, dreifache Verneinung. Sondern die nehmen ja auch wahr, wie sich Welt verändert. Ich meine das auch nicht verallgemeint, aber es gibt natürlich vereinzelt Leute, die das nicht haben oder die vielleicht auch sich einfach nicht so sehr dafür interessieren. Aber natürlich muss es trotzdem vermittelt werden. Sind ja trotzdem als Teams in den Schulen vor Ort. In der Regel gibt es an allen Schulen, ob kleine oder große auch, Fachkräfte, die sozusagen immer auch voranlaufen, sozusagen auch Unterstützer, auch Beförderer von digitalem Wandel auch in Schule sind, die letztlich auch ansprechbar sind und auch sozusagen das Kollegium an mancher Stelle mitnehmen. Und es haben sich dann eben auch so kleine Fortbildungsformate etabliert, wie Mikrofortbildungen, dass sie sich mal für eine halbe Stunde am Nachmittag zusammensetzen oder eben kollegialen Fachaustausch innerhalb der Fachschaft vornehmen, um dann eben auch solche
mit solch eine Kluft zu vermeiden, weil natürlich absolut nachvollziehbar ist, dass nicht davon abhängig sein kann, in welche Klasse ein Kind geht, ob es denn da nun Medienbildungsangebote erfährt oder eben nicht. Also das darf natürlich nicht passieren. Es gibt Angebote, gerade auch im digitalen Raum, da war das letzte halbe Jahr sehr kreativ. Alle ringsherum, egal aus welchen Bereichen auch der medienpädagogischen Arbeit, mit kleineren Videokonferenzen, mit Workshops im digitalen Raum, mit kleineren und größeren Ringvorlesungen, wo also auch Forschende oder Lehrende etwas vorgestellt haben, auch Beispiele vorgestellt haben und die eben dann auch gerade auch für Schulen im ländlichen Raum gut nutzbar waren. Also da haben wir schon auch einiges an Potenzial in den letzten Monaten erschlossen, was wir vielleicht vor einem Jahr uns noch gar nicht vorstellen konnten, sondern schon an der Frage abgebogen sind und gesagt, nee, also wenn die erst noch einen halben Tag durch die Landschaft fahren müssen, um dann an einer Nachmittagsfortbildung statt teilnehmen zu können, kommen sie nicht. Aber dass wir darüber eben jetzt über Videokonferenzen, über ähnliche Formate aus der Not heraus, aber doch Formate gefunden haben, wie wir gerade auch im Flächenland, Brandenburg zum Beispiel, Lehrkräfte erreichen und auch Austausch ermöglichen und unterstützen können, das ist einfach ein tolles Ergebnis. Also Corona hat auf jeden Fall die Entwicklung schon mal beschleunigt. Haben wir vielleicht, Herr Bröckling, auch das Glück, dass einfach, wenn wir auf die nächsten 10 Jahre schauen, sich das Problem irgendwann so ein bisschen verwächst, weil immer mehr Menschen hinterherkommen, die zumindest mit digitalen Medien sehr viel mehr aufgewachsen sind? Nein. Also ich glaube, ja, also ein bisschen was wird sich sicherlich entwickeln, aber ich habe eben noch gedacht, bei dem, was Frau Götz gesagt hat, wenn sich Arbeitsgruppen zur digitalen Bildung beispielsweise bilden, dann ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, und da kann das Medienradar eine wichtige Rolle spielen, dass wir eben nicht nur über die Digitalisierung im mediendidaktischen Sinne in der Schule reden, sondern dass wir darüber reden, wenn wir von digitaler Bildung an Schule reden, eben von Themen digitaler Lebenswelten und so weiter reden. Das heißt, die Erweiterung dieser Vorstellung an Schulen von digitaler Bildung, die ist in solchen Arbeitsgruppen fantastisch. Also wenn die stattfindet und wenn da ein breites Medienbildungsverständnis und ein breites Verständnis von digitaler Bildung entsteht, dann glaube ich, ja, dann wird es sich irgendwann erledigen und dann lernen die einen von den anderen. Brauchen wir nicht mehr diskutieren. Dann brauchen wir nicht, na, ich glaube, diskutieren werden wir immer noch. Ich glaube, wir brauchen eine Fehlerkultur an der Schule und in allen Bildungsbereichen, dass man sich einfach rantraut, sich solchen medialen Phänomenen öffnet, sie mit in den Unterricht einbringt und auch mal feststellt, ich als Lehrer habe keine Ahnung und ich kann es gerade nicht. Diese Offenheit, die ist schwierig. Die ist schwierig. Ich habe an der universitären Lehre das Gleiche erlebt. Die Erwartung von Zuhörenden, Lernenden ist immer, der Lehrende zeigt uns, wie es geht. Oder der ist irgendwie derjenige, der uns sagt, was ist. Ich glaube, Lehrer, nicht, der Berater fürs Leben, wie ja sogar die Jugendlichen gesagt haben. Genau. Und ich glaube, solange diese Erwartung bei Schülerinnen und Schülern da ist, wird sie auch bei Lehrkräften da sein. Und da müssen wir ein bisschen von weg, mehr Fehlerkultur, mehr Offenheit dafür zu sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Gangster-Rap, aber ich lasse mich drauf ein und mich würde es interessieren. Ich habe aber Ahnung von Poetry, ich habe Ahnung von Gedichten, ich habe Ahnung von Reimen und wir haben eine Verbindung. Da gibt es was, was uns beide als Deutschlehrer und Deutschlehrerin und als Jugendlicher sehr verbindet. Das ist sehr schön und sehr versöhnlich. Ein letztes Mal noch, Frau Becker, mich würde auch noch interessieren, wo sehen Sie denn die Medienbildung in 10 Jahren? Wünschenswerterweise. Ich hoffe, dass es viele Sachen, über die wir jetzt noch sprechen, dass die total obsolet sind, darüber noch zu diskutieren. Ich hoffe, dass da eine viel größere Selbstverständlichkeit Einzug hält, digitale Medien ernst zu nehmen, einzubinden, in Bildungskontexte einzubinden, Bildungskonzepte zu hinterfragen. Ich hoffe, dass solche Dinge einfach, ich finde diesen Begriff der Fehlerkultur, der eben notwendig ist, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich hoffe einfach, dass wir da aus dem, wir haben es uns gerade sehr kommodig gemacht, glaube ich, und es würde uns doch sehr gut stehen, das vielleicht mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das hoffe ich. Ich hoffe, dass zum Beispiel einfach auch Dinge, die vorgenommen werden, dass die eben auch wirklich proaktiv in Angriff genommen werden. Genau, die Kultusministerkonferenz hat schon vor Jahren beschlossen, dass der Unterricht eben maßgeblich digital
durchgeführt werden soll, beziehungsweise es soll eben maßgeblich Teile davon digitaler Unterricht beinhalten, in welcher Form auch immer das geschehen soll, weiß man eben nicht, weil das eben so nicht passiert ist. Also vielleicht reicht es manchmal schon, das, was wir uns vornehmen, auch wirklich umzusetzen. Wir sind im Moment sehr gezwungen, Unterricht digital umzustellen. Das ist keine angenehme Situation, gerade auf ganz vielen Ebenen. Es ist gesellschaftlich eine wahnsinnige Herausforderung. Aber und so blöd es sich anhört, die Krise als Chance sehen, so möchte ich es auch nicht verstanden wissen. Aber trotzdem, wir sind in einer Situation, in der gerade ganz viel abverlangt wird von Lehrenden, von Schülerinnen. Diese Situation sollte man doch zumindest, sollte sie am Ende in etwas Positivem münden. Und das ist die Hoffnung, die ich habe. Und ich glaube, dass der Anfang gemacht werden müsste tatsächlich in der Lehrerinnenausbildung. Und ich denke, da tut sich gerade sehr viel. Ich habe sehr viel Hoffnung. Und das Medienradar möchte auf jeden Fall schon mal da einen Anfang machen und möchte die Lehrenden unterstützen, mehr Medienkompetenzförderung in ihren Unterricht zu bringen. Die ersten 4 Dossiers sind also jetzt ab sofort online, medienradar.de. Im nächsten Jahr sollen noch weitere 4 Dossiers folgen. Wir freuen uns auch weiterhin über Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, die also Lust haben, auch weiter das Portal inhaltlich voranzutreiben. Da dürfen Sie gerne die freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen ansprechen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei Ilka Götz, bei Herrn Bröckling, natürlich auch bei Frau Becker und Herrn Büssel und wünsche Ihnen sehr viel Spaß und hoffentlich auch viel Erfolg im Unterricht mit dem Medienradar. Tschüss.